wegnehmen. Ganz hier. Ja, 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 ganz gar nicht. Aber ich hätte mir prinzipiell ja viel früher schon zu schneiden. Ey, wir brauchen ja jetzt was zu tun. Am besten muss man mal noch hochfahren. Ja, ich kann mal noch gucken. Bei der anderen Spitze. Kann man genau so einfach. Kann man auch. Aber die Spezialisten heute, die machen überhaupt nichts mehr. Ja, das wird heute gesagt, es sei denn die große Wunde, dass wir da ein bisschen. Große Wunde? Große. Also Größe 2 ist der Schnitt. So groß wie 2 Euro Stück. So aber die Meinung geht schon auseinander. Also die Deutsche sagt, man macht gar nichts mehr. Bitte? Die Deutsche in Geisenhand, sie sagt gar nichts mehr. Ja, ich habe extra eine Lötlampe mitgenommen. Das soll man aufhören. Lötlampe. Und wenn man es zuschmiert, noch zur Information, dann muss das gleich zugeschmiert werden. Aber nicht Mäue oder Übermäue. Das kann man doch lassen, ja. Weil dann. Da kann man jetzt sehen, die sind runtergebunden worden, damit da eine schöne Formation der Leitäste. Normal müsste der vielleicht noch ein bisschen mehr zur Seite rüber. Ja, das tun wir dann im Mai oder so. Das kann. Wird das nochmal nachgebunden. Das kann man später machen. So. Fangen wir wieder da an, am schlechtesten fangen wir an. Wie ich vorhin gesagt habe, ungefähr ein Drittel wegschneiden. Immer das Auge nach außen stehen lassen, weil er ja da weiter treiben wird. Mhm. Jetzt haben wir hier den zweiten. Jetzt gucken wir hier, jetzt haben wir hier ein Auge, das geht hier rüber. Ich glaube, das ist nicht so kühl. Doch, könnte man auch drüber nicht noch eins. Danke. Bitte? Ist aber drüber nicht noch eins. Da, das deckt das kippt eher her, oder? Ja, man kann das ja durch das Binden noch mal ein bisschen beeinflussen dann. Ja, man kann ja erstmal ein bisschen länger lassen, dann sieht man die Höhe. Das ist jetzt wesentlich höher als da drüben. Ja. Jetzt könnte man, weil der Ast etwas stärker ist als der, könnte man da wegnehmen. Oder kann man runter binden. Ja, und also schneiden wir den auch ganz weg. So. Jetzt guckt man nach dem hier. Das gibt ja bitte? Dieser Steppel muss nicht da. So. Dann wäre hier die Höhe. Der Nachspanner. Dann da. Der Nachspanner, da kriegst du Ja. Nicht in zwei Jahren. Ja, das ist die Spindel. Wo meinst du dran? So. Jetzt gucken wir nach, das ist auch der neue Trieb wieder vom letzten Jahr. Das muss man mal sehen. Scherenlänge, kommen wir gut hin. Der müsste jetzt hier rüber gehen. Machen wir hier dann. Wir haben jetzt hier mehr als ein Drittel weggeschnitten, weil der doch relativ hoch ist. So. Das ist so ja. Warum muss ich denn eigentlich die Spitze einkürzen, wenn der schön. Damit der Trieb kriegt. Wieder Trieb kriegt, neuer Trieb. Wenn der hier und abgeschnitten wird, dann kommt der Saftfluss, der auch für oben das Weggeschnittene schon gedacht war, der kommt dann hier zum Stau. Und dann explodieren diese Knospen und sie treiben seitlich aus. Der wird hier stärker, ne? Durch den Rückschlag wird er immer stärker. Ja, wenn ich ihn wachsen lasse, bleibt er relativ dünn und wird sehr lang. Und wenn die ersten Äpfel kommen, dann hängt er so weit runter und bricht dann möglicherweise ab. Deswegen das Rückschneiden ist um diese Äste, die bleiben ja ein Leben lang. Wenn der 100 Jahre alt wird, bleiben diese Äste wieder nie verändert. Es sei denn, es reißt irgendwie ab oder irgendwie irgendwann. Auch zu sehen, das sind abgeschlossene Knospen, schöne runde Knospen, keine Spitzen. Dass sie so schnell weiter treiben. Das ist also ungewiss, ob der jetzt weiter treibt oder ob er so bleibt. Weil wir haben ja Wachstumsgesetze bei den Pflanzen. Das heißt, es gibt eine Spitzenförderung. Die obere Knospe wird immer stärker gefördert als die untere. Ja? Oder die Bogenförderung. Wenn ich jetzt die runterbiege und hat dann hier, der Bogen ist die höchste Stelle, dann werden die Knospen am stärksten austreiben. Oder ich biege ihn ganz runter. Und dann treibt meistens die Basis aus. Immer da, was am höchsten steht, das wird am stärksten ernährt und treibt eher aus. Oder es treibt stärker aus und wächst stärker. Das heißt, wenn es bei dir nicht abbricht, oder wenn man niedrigrand hat. So, und
Drüben haben wir ja den einen starke weggeschnitten. Das wäre ja, wenn wir die stehen gelassen hätten, die beide sehr konkurrent. Wie lange bleibt die Paddel dran? Beide Stacheln sind ausgebildet worden. Und das wird im Einschneiden. Das ist ein selber Steg. Bei den einen Recken, damit wir hier auch eine stabile Stammstelle gefunden haben. Das wäre besser andersrum gestellt, oder? Ich könnte praktisch hier ableiten und da drüben auch, damit er nicht so hoch rausgeht. Er ist schon ziemlich hoch im Vergleich zu dem Mitteltrieb. Das sieht man ja. Das heißt, wir würden den da ableiten. Ich will das mal vorführen. Hör mal kurz eine Frage, man wird noch besser im Herbst machen. Der schießt ja jetzt raus dann. Ja gut, wir sind jetzt da. Und jetzt, ja, ja. Wenn ich den jetzt da abschneide, das ist nur der Treibsache, weil ich gefahren habe. Das ist dann bisschen und macht es dann erst im Herbst. Ja, aber Hersteller. Ich habe bei so großen Bäumen gemacht. Das sieht man schon, da muss der auch weg. Alles, was nach innen geht, kommt sowieso weg. Ja, dann lass mal stehen. Und die anderen beiden müssen weg. Die hier. Der muss stehen bleiben. Der senkrecht hoch geht. Der senkrecht hoch geht, ja. Die Scherstumm. Dann nimm mal meine. Das sind die Sägehand. Der nach innen geht. So, das machst du bei den anderen auch. Die hier. Ja, was nach innen zum Stamm geht, schneidest du weg, nach außen die lässt du stehen. Ja. Den hier. Den, der nach Mitte, in der Mitte geht, ja genau. Oh, jetzt müsstest du oben an dem Leittrieb die Spitze genauso machen. Da oben? Ja, du kommst jetzt nicht hin. Die haben wir gefunden. Ja, da kommt man aber nicht so gut. Da müssen wir besser, wenn wir die Hand haben. Weil Aber da oben sieht es wieder ganz anders aus. Der muss weg. Der muss wohl erst schnell geholt werden. Ich kann alles reinstellen. Du weißt ja gar nicht, wohin damit. Ich will dir was zeigen. Da ist aber was im Sommer. Genau. Ja, ja. Willst du Säge haben? Ich habe ihn geschafft. Ja, bestimmt. Aber trotz Anbruchschere. Naja, das ist der Dicke. Wieder innewachsen? Da kannst du mal gucken. Der hat wieder eine runde, dicke, runde Knospe. Und jetzt siehst du, dass der oben ist. Und nochmal Schaden hat. Das sind aber alles kleine Runden. Ja, aber den war egal. Ich habe aber keinen. Ich muss hier den Pinsel nehmen. Oder die Spachtel nehmen, damit wir das alte Zeug erstmal loswerden. Handschuhe sind auch dabei, dass ich jetzt musst du oben über dir, da stehen noch zwei, nee, den anderen, oben drüber, den, der muss noch ganz weg.
Weil die überdecken sich. Nein, auch weg davon. Immer Blätter kriege ich, man braucht ja Blätter, um das rumzuernähren. Also einer von den, machen wir den mittleren weg. Brauchst du nur den Daumen nicht dazwischen halten, ne? Yes. Ja, wir schneiden. Da oben links der Kabel, die da unter der Blätterplatte. Zack, ab. Der Zong ab, ist der Balkon gefallen. Ja, ganz gerne. Also den müssen wir prinzipiell ja für